wunderschönen guten Tag an alle. Wir widmen uns heute, ich krieg's nicht mit meinem Wir weg, ist doch nicht normal. Ich widme mich heute der Sugar-Technik. Und ich hatte ja dafür noch meine Nägel türkis. Hier hatte ich ein bisschen rumgezaubert. Ich glaube, hier hatte ich das Pigment einpoliert. Und auf Daumen und Mittelfinger werde ich heute den Sugar-Effekt anwenden. Auf einer glatten Oberfläche. Ich hatte ein Lack and Go benutzt von Trend Nails. Da ist die Schwitzschicht ja so gut wie weg. Deshalb hier auch dieser kleine Nail-Art-Pinsel. Dann nehme ich eine Farbe in der Farbe, wie mein Sugar-Effekt dann im Endeffekt auch sein soll. Das ist hier ein schönes Shiny Ocean. Mit diesem werde ich mir die Konturen malen und dann kommt noch farbiges Acryl als Sugar-Effekt drüber. So, bevor ich starte, nehme ich mir mal kurz eine kleine Zielette. Ihr könnt jetzt, wie ihr wollt, Ornamente zeichnen, das ist ganz euch überlassen. Ihr könnt auch nur Zierlinien als French-Streifen, als Unterstützung oder Punkte mit dem Spotty. Ihr könnt alles, was ihr nass auf den Nagel als Nailart übertragt, mit dem Acrylpulver in der Form oder mit Glitzer in der Form, dann überschütten, aushärten lassen und dann habt ihr schon einen sehr wirkvollen Effekt auf dem Nagel. Und dann nicht vergessen, Nail Art Pinsel halbwegs zu säubern. Ansonsten habt ihr dann auch so eine Schrubbergurken wie ich letztendlich. Dann werde ich mein Acrylpulver, dafür habe ich mir Neon Blau ausgesucht, nehme mir einen Spatel und gebe das jetzt über die Zeichnung. Das ist ja jetzt auch nichts Neues. Mach das auch wirklich schön in dieser Auffangschale, dass ich die Reste schön wieder zurückschütten kann. Habe das Ganze so gemacht und gehe damit in die Lampe, lasse das Ganze aushärten. In der Zeit kann ich das Überschüssige wieder zurückschütten. Dann wird das Ganze abgebürstet. Und dann habt ihr diesen Sugar-Effekt in Rau. Hier wieder die kleine Auffangschale. Mach mir ein paar Steinchen rein, dass ich die schön bequem wieder zurück befördern kann in das kleine Beutelchen. Schnapp mir einen Spotty, einen Versiegler. Also bei diesen Steinchen handelt es sich um die Größe SS1. Das sind so ziemlich die kleinsten. Alles, was da drunter geht, gilt dann schon als Kristallsplitter. Und das Ganze lasse ich jetzt so aushärten. Und dann hat man neben dem Sugar-Effekt eben noch so ein kleines Highlight. Weil dieser Sugar-Effekt wirkt ja manchmal doch sehr dezent, aber schon rau, kann man ja so sagen. Und da das jetzt so eher die schlichtere Variante war, da das die gleichen Blautöne waren, habe ich das Ganze dann mit den Steinchen aufgewertet.
Und die nächste Version, da würde ich jetzt keine Steinchen benutzen, denn da habe ich vor, das Ganze mit einem schönen blau eingefärbten Glitzer zu bestreuen. Und dann hat man, glaube ich, schon so den Bling-Bling-Effekt und müsste nicht unbedingt noch Glitzersteinchen da zwischenkleben. Kann man natürlich machen, aber ich denke, diese Art von Nähart, Muster, Optik, Look wird dann völlig glitzerhaft ausreichend sein am Mittelfinger. Ja, und das wäre dann hier das fertige Ergebnis. Innen drin noch so ein paar schöne Strukturen, ein bisschen aufgehübscht. Und da seht ihr, das sind auch so schöne türkis-grau-Glitzeranteile. Also seitdem ich hier diese Umfüllwanne habe, ist es definitiv viel, viel einfacher. So, und auch hier wieder ein Muster. Ich gucke mal, was ich jetzt hier machen könnte. Ich will den jetzt nicht allzu doll zudonnern. Und setze mir einfach schräg ein paar Linien. Auch hier wieder vorher den Nailart-Pinsel wenigstens einmal durchziehen, ansonsten trocknen auch Lacke sehr schnell an der Luft. Spatel kurz mal abpusten und dann nehme ich mir auch hier wieder und lasse das Ganze rüberträufeln. Rüberträufeln. Kippen. Klopf mir das so Richtung nach unten, dass die runterfallenden Partikel auch gleich an den Stellen landen, die ich mir verzogen habe. Vorher denkt man immer so, oh, ist das ein hässliches Muster, ne? Aber wenn man es dann mit so einem hochwertigen Glitzerpulver, was ja schon fast so ein Laserpulver ist, aufwertet, dann sieht das Ganze schon, entschuldigt, dann sieht das Ganze schon viel, viel schöner aus. Lassen wir das Ganze ohne viel Klimbims aushärten. In der Zeit probiere ich dann wieder alles ordentlich schön in mein Döschen zurück zu befördern, was mir, glaube ich, jetzt hier so nicht gelingt. Oh doch. Also man verliert wirklich nur minimal. Ich glaube, das ist auch ein Glitter, was man... Guckt mal, wie fein das ist. Ich glaube, das könnte man wirklich einpolieren. Das probieren wir mal beim nächsten Mal. Ich will euch immer nicht so überfordern mit mega langen Videos. Wir stellen das hin und ich merke mir, ja, der Deckel ist nur raufgelegt, Miranda. Nicht einfach wieder die Dose anheben, wie mir das schon 30.000 Mal in meinem Leben passiert ist, wie viele Glitzerdosen ich da verloren habe. Der Teppich glitzert ohne Worte. Von daher merke ich mir, dass der Deckel jetzt wirklich nur lose aufliegt, damit ich das Ganze abbürsten kann. Und auch dann wäre schon mein Mittelfinger fertig. Zwei ganz schnelle, wirkvolle Designs, finde ich. Hier eher das schlichtere Modell, soweit man das auch schlicht nennen kann. Bin hier irgendwie überall im Türkisrausch, merke ich gerade. Ihr könntet jetzt auch mit einem Glitzer noch ein paar Stripes rumziehen, dass das Bild so ein bisschen eben ist. Vielleicht den Strang oder ein paar zwischendurch in den Lücken setzen. Ihr könnt das ja wirklich wunderbar weiter ausarbeiten. Aber ich weiß, dass demnächst kommt, meine Nägel wieder anders aussehen werden. Von daher mache ich mir jetzt nicht so eine große Mühe. Mehr sage ich dazu nicht. Und von daher reicht mir das vollkommen. Finde ich total schick. Super schöne Sache. Auch passend zu der Hand. Wir können es abbürsten. Ja, und das sieht doch toll aus. Ich bürste mal richtig schön alles runter und ihr habt da gesehen, wie zierlos ich ohne große Künste wirklich nur Stripes gezogen habe und wie toll das im Endeffekt auch aussieht. Es sitzt auch alles fest dran und ihr seid ja demnach dann auch schon fertig. Also das könnt ihr
machen, wie ihr wollt. Wünsche euch auf jeden Fall einen super schönen Tag. Macht's gut und bis bald. Ciao, ciao.